So, einen kleinen Zwischenbericht. Ja, war sehr, sehr geil, die Ansprache. War halt, ja, nicht wirklich aussagekräftig, war halt ein bisschen rumgeblödere. Auch nochmal gesagt, dass wir halt wirklich untereinander ein Team sind, haben sie halt nochmal. Und dass wir halt wirklich schauen sollen, wenn wir jemand sehen, der eine Panne hat oder was, dass wir halt die Leute halt helfen auf jeden Fall, dass das sehr hoch angesehen ist. Machen wir sowieso, also versteht sich selber, also von selbst. Wir sind ja auch Kfz-Meister. Genau, wir sind hier die Profis und wenn dann... Naja, der Kollege hat heute die Routenplanung, am Start. Er schaut schon gerade mal... Was machst du da überhaupt? Ich habe jetzt als Ziel eingegeben, diese Vodoschni in Serbien, wo wir eigentlich müssen. Alles klar. Jetzt plane ich die Zwischenstopps, die wir da sehen wollen. Genau, ob die halt auch mit auf dem Weg sind oder ob das wieder ein riesen Umweg ist. Und am besten ist halt schon, weil wir insgesamt, glaube ich, schon... Wenn wir jetzt nur direkt fahren würden zum nächsten Punkt, wären wir, glaube ich, schon, was waren es, 6-7 Stunden unterwegs? 2,5. Also 2,5 wäre der nächste Punkt. Nein, ich meine, wenn wir direkt zum Checkpoint fahren würden. Fast 7 Stunden. Naja, das sind schon allein schon 7 Stunden. Und jetzt müssen wir es gut planen, dass wir halt wirklich die Zeit auch gut nutzen, dass wir auch einerseits was sehen und andererseits auch zum Ziel wieder kommen rechtzeitig. Ja, das wird jetzt spannend. Aber das ist die Aufgabe von Daniel. Ich bin heute der Fahrer. Seid gespannt. Und wir wollen ja auch noch geile Bilder machen, halt, und Drohnenbilder und ach komm, da kommt noch so viel Zeug, seid, ey, hallo. Ihr müsst einfach nur uns folgen und immer rein zappen. Irgendeiner hingeschifftet. Schaut euch das an, das ist unglaublich. Wir sind jetzt, halt, ich glaube, wir sind schon irgendwie in Ungarn, oder? Oha, da kommt uns jetzt auch einer entgegen. Leck mich am Arsch. Grüße gehen raus, vielen Dank. Wir haben irgendwie die anderen Leute verloren. Aber schaut euch das mal an, wir sind hier schon mitten in der Pampa. Irgendwo im Wald. Ich glaube, Ungarn ist hier auch schon in der Nähe oder Serbien oder... Russland oder ach, was auch immer, wo wir uns hier befinden. Ich glaube sogar, dass wir schon in Ungarn sind. Wir sind, glaube ich, schon in Ungarn, ja. Ja, also ich weiß es nicht. Nein, jetzt hat, schau. Jetzt kommt die Grenze. Ungarn. Gleich vor uns ist die Grenze, ja. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Ah, jetzt sind wir, oder? Jetzt in Slowenien. Das sieht man da, dass die ohne Heldenbock. Ja. Ich muss mich auch berichtigen, es tut uns sehr, sehr leid, aber es passiert wahrscheinlich öfters, weil wir einfach null Dunst haben. Aber wir sind, in Serbien. Sind wir. Also im Auftrag vom Tim, soll ich erzählen, dass wir weder in Serbien noch in Ungarn sind, sondern wir sind jetzt in Slowenien. Ja, Österreich verlassen wir, genau. Ja, Mann. Ja, Mann. Und das wird uns, glaube ich, noch tausendmal passieren. Das aber ist jetzt egal. Schon wunderschön. Es ist traumhaft. Schau mal, auch wie die Straßen ausschauen. Die schauen hier richtig versifft aus. Und man merkt auch, dass man so Richtung Balkan geht, weil hier gibt es scheinbar auch keine Verkehrsregeln. Vorhin ist uns so ein Mopedfahrer mit seinem Kind vorbeigekommen. Die haben auch keinen Helm getragen. Ja. Das ist eigentlich egal. Alles entspannt hier. Ja, alles geil. Oh. Alles perfekt. Aber so schnell sind wir hier. So schnell haben wir Österreich verlassen. Ja, geht ruckzuckig, ruckizuckig. Ruckizuckig. Und wir sind immer noch ganz alleine. Also außer uns ist hier keiner. Ja, irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Was wir treiben oder was die treiben. Aber irgendwas läuft hier, glaube ich, gerade da wie verkehrt. Ja, ich glaube auch. Aber ist geil. So muss das. Ja, wir waren jetzt in Slowenien erst einmal kurz. Dann waren wir wieder in Österreich. Und jetzt sind wir gerade in Ungarn. In Ungarn werden wir jetzt, glaube ich, nur mal ein bisschen durchfahren, aber die Strecke ist schon mega krass hier, also es geht ab die Hölle. Hinter uns sind auch schon ein paar Potholer am Start. Wir rocken die Bude, Alter, es ist mega geil. Jo, passt.
So, wir befinden uns im ersten Spot, sind wir jetzt gerade angekommen. Das soll irgendwie, was soll das sein hier? So eine Tropfsteinhöhle, wo man genau, mit eine Tropfsteinhöhle, Boot rumfahren kann. Genau, die soll hier unter diesem Örtchen sein. Wir lassen uns mal überraschen, wir werden das jetzt hier mal auschecken. Wenn jetzt viel los ist, dann werden wir, glaube ich, weiterziehen. Wenn nicht, dann werden wir uns das mal reinziehen. Jo. So, leider waren wir jetzt bei dem Spot, aber wir mussten ja bestimmt jetzt fast 2,5 Stunden warten, bis da die nächste Tour geht. Deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, wir gehen jetzt weiter. Jetzt geht's zu einem Lost Places, das soll richtig, richtig geil sein. Das war, glaube ich, mal eine alte Schule oder irgendwas, ne? Stand da irgendwas? Eine sowjetische Einrichtung für Soldaten. Ah, für Soldaten sogar, okay, krass. Ja, und da gehen wir jetzt weiter. Wir haben jetzt schon eine Gruppe gefunden, die schließen wir uns jetzt erst einmal an. Und dann schauen wir mal, wo die Reise noch weiterhin geht. Mittlerweile können wir wirklich sagen, dass die Leute hier absolut krank unterwegs sind. Also die scheißen da wirklich drauf auf Sicherheitsabstand oder sonst irgendwas. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich selber mache jetzt schon ein bisschen mehr Sicherheitsabstand, weil ich einfach merke, irgendwie, wenn es kracht oder so, dann kann ich wenigstens noch ein bisschen ausweichen. Weil die ja sowas von geisteskrank hier fahren. Die Straßenverhältnisse sind wirklich ganz gut, kann man wirklich sagen. Mal schauen, wir sind jetzt gerade in der Richtung auf so einen schönen Lost Place. Mal gucken, ob da die Straßenverhältnisse noch krasser werden. Bis jetzt schaut es eigentlich gut aus. Das ist so wie bei uns eigentlich, ne? Wie daheim, die Straßenverhältnisse. Ich würde sagen, ich bin guter Dinge, dass man so hat. Ja, finde ich auch. Würde ich auch sagen. Ja, Serbien wird es, glaube ich, schlechter. Ja, glaube ich auch. Das wird dann heute Abend der Fall sein. Serbien ist heute Abend. Ja. Naja, ja. Wir haben noch viel zu tun, viel zu erleben. Ab geht die Lutz. Wöff, 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 wöff.